Die Mortadella, also die echte Mortadella, das sind so riesige Körper. Ja? Und da ist jeder anders, weil diese großen Gedärme sind bei jedem Tier anders. Und die Mortadella, die man kauft, die ist halt so groß, die kann man nicht normen. Ja? Die ist so groß, wie der Darm war. Und nun von einer Mortadella abbeißen, geht nicht. Ja, das heißt, das wäre wie eine Maus. Nicht? Das wäre furchtbar. Ja? Anfressen, nicht so die Mortadella anfressen. Das heißt, die Mortadella bedingt eigentlich schon die Schneidemaschine. Ja? Beziehungsweise ein langes Messer, wo man vorsichtig abschneidet. In unserer Zeit hat sich herausgebildet eine Manie des Dünnen. Ja? Und zwar, also besonders bei Meindl, kommen dann die Leute und sagen, also 7 Decker Mortadella, aber bitte sehr dünn. Und das wissen die eh schon und die schneiden es eh schon dünn. Und wenn man noch sagt, sehr dünn, dann hat man aber wirklich, also das ist die normale, ja, das ist die normale Mortadella. Und das ist schon, sehen Sie, das ähnelt einem Seidentuch, ja. Das ist eine, wenn man denkt, dass das ein Tier ist, nicht mit dicken Hintern und Klauen und Borsten, ja, und das wird dann transsubstantialisiert, ja, in eine Mortadella, die übrigens besteht also aus dem ganz fein gemahlenen Fleisch und aus Göderl. Ja, die Fettstücke sind Göderlstücke, das ist nicht Fett. Göderl schaut aus wie Fett, ist aber viel kompakter und, also man würde sagen, besser. Ja? Und die hält sich auch, ja? Ohne Kühlschrank hält sich die überraschend lang, sogar im warmen Klima. Ja? Aber diese Poesie, ja? Also diese Verwandlung, ja, diese Assoziationen, die eben hineinkommen, nicht so, ich müsste immer denken, am anderen Pol ist das. Ja, ein Tier zu sich zu nehmen und jetzt kommt das. Und nun kommt das Dünne, ja, und das kann man schon gar nicht mehr, also das heute schon mit nur mehr. Ganz, bleibt nicht mehr ganz. Und da bin ich jetzt bei den 3 Fingern. Ja. Das esse ich mit den Fingern. Ja.